Hallo, mein Name ist Michael Kinzer. Ich bin Kurator der Ausstellung Im tiefen Rausch – Film unter Wasser, die aktuell im DFF, Deutsches Filminstitut und Filmmuseum in Frankfurt am Main, zu sehen ist. Der Titel verrät es bereits, es geht um Film unter Wasser, um alle erdenklichen Erzählformen, Genres, Stilmittel, Ästhetiken, Szenen, die unter der Wasseroberfläche spielen. Im tiefen Rausch bezieht sich auf den Zustand, in den Tauchende ab einer Tiefe von 20 bis 30 Metern gelangen können. Eine Störung des zentralen Nervensystems, ausgelöst durch zu viel Stickstoff im Blut, weswegen man auch von Stickstoffnarkose spricht. Die Symptome schwanken zwischen überschwänglicher Euphorie und akutem Angstempfinden. Und genau in dieses Spannungsfeld zwischen Glück und Staunen auf der einen Seite und Angst und Gefahr auf der anderen Seite sollen auch die Besuchenden der Ausstellung geraten, in einen regelrechten Tiefenrausch. Und da haben wir bereits eine Verbindung von Film und Biologie. Und genau darum geht es hier in dieser virtuellen Führung. Wir sind hier nicht im DFF, sondern im Senckenberg Naturmuseum, wo es ebenfalls Ausstellungsräume zur Unterwasserwelt gibt. Und meine beiden museumspädagogischen Kollegen, Paul Skopin vom DFF und Pascal Lüder vom Senckenberg Naturmuseum, werden nun einen interdisziplinären, vielseitigen Blick auf das Thema werfen. Film und Forschung unter Wasser. Tauchen Sie mit uns ab. Viel Spaß. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mein Name ist Paul und ich arbeite in der Museumspädagogik des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums. Ja, und mein Name ist Pascal, ich bin Museumsführer hier im Senckenberg Museum Frankfurt und gemeinsam möchten wir euch heute einige Themen und Ausstellungsobjekte sowohl aus dem Hause Senckenberg als auch aus dem Deutschen Filmmuseum vorstellen und ein wenig aus beiden Perspektiven erläutern. Doch als erstes müssen wir die Frage natürlich klären, warum überhaupt eine Ausstellung über die Meere? Die Ozeane sind von immenser Bedeutung für die Menschheit und für alle weiteren Organismen auf unserem Planeten. Sie bedecken unsere Erde zu etwa 2/3. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir sie den blauen Planeten nennen. Doch nicht nur die Lust auf blau-weiße Strandidyllen oder die erfrischende Abkühlung im kalten Nass wird von ihnen bedient. Nein, das Meer bedient viel elementarere Bedürfnisse. Allen voran den Hunger. Denn ca. 20% der weltweit produzierten Nahrung entstammt den Meeren und versorgt unsere Weltbevölkerung mit nötigen Proteinen. Sogar die Luft, die wir atmen, findet ihren Ursprung zum Großteil im Ozean. Denn nicht nur die Regenwälder an Land, sondern auch das Phytoplankton im Meer betreibt Photosynthese und produziert dadurch etwa 50% des atmosphärischen Sauerstoffs, den wir atmen können. Doch wie gelangen wir überhaupt zu den Geheimnissen der Ozeane? Ein kräftiger Schwimmzug am Strand vermag es uns einen Vorgeschmack zu verleihen. Doch die größten Mysterien der Ozeane befinden sich unter der Wasseroberfläche. Also brauchen wir wohl eine Taucherausrüstung oder ein U-Boot? Auch U-Boote werden in der Wissenschaft verwendet. Hochtechnologisierte und spezifizierte Gerätschaften. Hier haben wir zum Beispiel sogenannte Gleiter oder Drifter. Autonome, stromlinienförmige Tauchboote, die der Meeresströmung folgen und chemische Wasseranalysen durchführen. Auch bemannte Tauchfahrten sind möglich. Hier sehen wir ein Modell von Jago, ein deutsches Forschungstauchboot, in dessen 2 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Platz finden, um ungefähr 400 Meter tief zu tauchen, um Proben und Sedimente aufzusammeln. Dagegen wirkt diese Hohlkugel hier hinter uns relativ primitiv, oder? Ja, sie hört auf den Namen Wattisphäre und wurde 1930 von Professor Charles Beebe und Otis Barton konstruiert und erbaut. Ausgerüstet mit batteriebetriebenen Scheinwerfern und Sauerstoffflaschen wurde es mit einem Kabel am Mutterschiff befestigt und 1934 in eine sensationelle Tiefe von 923 Metern herabgelassen. Ja, von ihrer Form erinnert die Bathysphäre ein bisschen an die Photosphere. Das ist ein Gerät, welches von John Ernest Williamson und seinem Bruder George erfunden wurde. Sie entwickelten die Photosphere nach Vorlage von einer Apparatur für Unterseearbeiten ihres Vaters Charles. Durch einen vertikalen Tunnel konnte man in diese Photosphere hinabsteigen. Und an einer Seite war sie trichterförmig geöffnet. Am Ende dieses Trichters war eine große runde Glasscheibe, durch die man dann filmen konnte. Erste Filmaufnahmen fanden mit Williamsons Photosphere im Jahr 1914 auf den Bahamas statt. Dort wurde ein erster Dokumentarfilm gedreht und seine Erfindung wurde dann schließlich auch für die Spielfilmproduktion verwendet. Zum Beispiel im Jahr 1916 für eine Verfilmung von Jules Vernes 20.000 Meilen unter dem Meer unter der Regie von Stuart Patton. Doch auch die Wissenschaft wird von den Möglichkeiten des Films unter Wasser beflügelt. So haben in den 1910er Jahren noch Regisseure wie Jean-Pierre Levé oder Georges Méliès Unterwasseraufnahmen im Studio gedreht oder sie haben durch ein Aquarium durchgefilmt, um somit Unterwassersituationen in Szene zu setzen. Allerdings haben die österreichischen Zoologen Hans Hass und Irenaeus Eibel-Eibelfeld die Wissenschaft und das Filmedrehen miteinander verbunden.
Beide betreiben nicht nur Wissenschaft, sondern machen die Aufnahmen, die sie bei ihren Tiefsee-Expeditionen gemacht haben, einem Massenpublikum zugänglich. Der Franzose Jacques-Yves Cousteau allerdings hebt das Dokumentarfilm-Genre unter Wasser auf ein komplett neues Level. Seine Filme genießen bis heute große Popularität. Zu seinen bekanntesten gehören Le Monde du Silence und Le Monde sans Soleil. Beide Filme haben auch jeweils den Oscar als besten Dokumentarfilm gewonnen. Eine Würdigung von Cousteaus Schaffen schuf Regisseur Wes Anderson 2003 mit seinem Film The Life Aquatic with Steve Zissou, zu Deutsch Die Tiefseetaucher, der als eine Art Hommage oder Parodie an Cousteau und seine Expeditionen zu verstehen ist. Ebenso von der Unterwasserwelt begeistert ist Blockbuster-Regisseur James Cameron, der für seine innovativen Filme bekannt ist. Gerade für The Abyss und Titanic hat er atemberaubende, einzigartige Unterwasseraufnahmen geschaffen. Als Abenteurer fuhr Cameron selbst mehrmals zum Wrack der Titanic hinunter und unternahm 2012 einen Tauchgang ins Challenger-Tief des Marianengrabens mit einem Ein-Mann-U-Boot. Ein Zeichen dafür, dass es ihm am Herzen liegt, Tiefseeforschung und Expeditionen für ein Massenpublikum schmackhaft zu vermitteln. Doch das Filmen unter Wasser ist gar nicht so einfach. Und es gibt einige Dinge zu beachten. Beispielsweise die Veränderung des Lichtspektrums unter Wasser. Denn mit zunehmender Tiefe filtert das Wasser unterschiedliche Farben oder auch Wellenlängen aus dem Lichtspektrum des Sonnenlichts heraus. Somit geht bei einer Tiefe von nur 5 Metern die Farbe Rot verloren. Bei 10 Metern die Farbe Orange. Es folgen Gelb und Grün. Und als allerletztes die Farbe Blau bei etwa 50 Metern. Das ist übrigens auch der Grund, warum unsere Ozeane blau erscheinen. Weil blau die Farbe ist, die am tiefsten in den Ozean eindringt und somit am häufigsten reflektiert wird. Farbverluste unter Wasser können unter anderem mit starken Scheinwerfern kompensiert werden. Doch auch hier gilt, wenn der Abstand zum Objekt 5 Meter übersteigt, gehen wieder Farben verloren. Da Kameras in der Regel für den Gebrauch über Wasser konzipiert sind, müssen sie für den Gebrauch unter Wasser angepasst werden. Dies wird in erster Linie durch wasserdichte Hüllen realisiert, die ein Eindringen von Wasser zur Kameratechnik verhindern. Dabei gilt es besonders auf die Eigenschaften des Sichtglases einer solchen Hülle zu achten. Denn dieses wirkt sich auf die Optik des perfekt eingestellten Kameraobjektives ein und kann dadurch die Qualität der Aufnahme verschlechtern. In der Regel verwendet man hier perfekt geschliffene Plangläser. Auch die Lichtbrechung unter Wasser unterscheidet sich von der unserer Atmosphäre. Aus diesem Grund erscheinen fotografierte Objekte unter Wasser näher, als sie es über Wasser tun. Verglichen mit den frühen Anfängen der Unterwasserfotografie und Kinematografie ist es heute relativ einfach, Aufnahmen unter Wasser zu produzieren. Kompakte Actionkameras und spezielle Handyhüllen ermöglichen einfache Schnappschüsse oder schnelle Urlaubsvideos. Im professionellen High-End-Bereich allerdings kommen alle vorher beschriebenen Effekte wieder zu tragen und müssen mit kompetentem Fachwissen und hochtechnologisiertem Equipment ausgeglichen werden. Wenn ForscherInnen mal länger abtauchen wollen, nutzen sie Habitate unter Wasser oder Tiefseestationen und werden somit zu Aquanauten. Eine erste Tiefseestation trug den Namen Conchave und wurde von Jacques Cousteau und seinem Team entwickelt. Diese kam im Roten Meer vor dem Sudan in Einsatz und stand in 10 Meter Wassertiefe auf einem Riff. Von dort aus machten sich die Crew zur Expedition auf dem Meeresgrund auf und verblieb dort 30 Tage unter Wasser. Diese Aufnahmen wurden in Jacques Cousteaus Film Le Monde sans Soleil, Welt ohne Sonne, ins Kino gebracht. In vielen Kinofilmen sehen wir sehr futuristische Unterwasserstationen, wie zum Beispiel in The Meg oder auch die gigantische Tiefseestation von Karl Stromberg, den James-Bond-Bösewicht in dem Film The Spy Who Loved Me. Diese Vision von futuristischen Tiefseestationen und U-Booten sind alle zurückzuführen auf ein erstes sehr futuristisches, ikonisches U-Boot, natürlich die Nautilus aus 20.000 Meilen unter dem Meer. Außenbordeinsätze in der Tiefsee finden in speziellen Druckanzügen statt. Diese erinnern auch häufig an Raumanzüge, wie zum Beispiel in den Filmen Sphere oder Underwater. Im Vergleich mit dem Science-Fiction-Film, die im Weltraum spielen, gibt es im Hinblick auf die Situation unter Wasser einige Überschneidungen. Es geht immer um eine Crew, die zusammen eingefercht auf wenigen Metern über mehrere Wochen oder mehrere Monate miteinander klarkommen muss. Inspiriert von medizinischen Tauchversuchen, die sich mit der Stickstoffsättigung des Körpers beschäftigten, erbaute Edwin A. Link, übrigens auch der Erfinder des ersten Flugsimulators, die erste Tauchstation und taufte sie Man in the Sea und ermöglichte es damit Robert Stanouis, einem belgischen Unterwasserarchäologen, sich 24 Stunden in einer Tiefe von 61 Metern aufzuhalten. Mit diesem Erfolg trat Link einen Wettbewerb, ähnlich dem der Erkundung des Mondes, los. In den 60ern erbauten viele Länder ihre eigenen Tauchstationen und versuchten sich gegenseitig in Sachen Tiefe und Aufenthaltszeit zu übertrumpfen.
Der enorme Wasserdruck, der auf der Station und sicherlich auch auf den Nerven der Crew lastet, das klaustrophobische Gefühl innerhalb der Station und die lebensfeindlichen Bedingungen außerhalb machen die Tiefseestation zu einem filmisch unheimlich spannenden Schauplatz. Überhastete Fehlentscheidungen der Crew führen häufig zum Filmtod. Entweder durch den zu hohen Druck der U-Boote oder gar ganze Stationen zerquetscht oder auch durch Dekompression, durch das zu schnelle Auftauchen, wie es im Film Deep Star Six der Fall ist. Ebenfalls in der Tiefsee zu finden sind sogenannte Walfälle. Nach dem Tod eines Wals, sei er natürlicher oder unnatürlicher Natur, sinken die großen Tiere hinab auf den Meeresboden. Dort sind sie wiederum eine Nahrungsquelle für andere Organismen, die sich an ihren Überresten laben. Die Zersetzung eines solchen Kadavers kann in unterschiedliche Phasen unterteilt werden. Zu Beginn öffnen große Tiere wie Haie oder Schleimaale die Haut des Wals. Danach machen sich Borstenwürmer, Krebse und Oktopusse über das übrige Gewebe her. Infolgedessen werden die noch verbleibenden Überreste von Bakterien besiedelt, welche die letzten Nährstoffe verstoffwechseln können. Im letzten Stadium werden die Knochen als freie Hartsubstrate, übrigens eine Mangelware in der Tiefsee, von sessilen, also festwachsenden Tieren wie Schwämmen oder Korallen besiedelt. Man nennt es das Riffstadium. Wale sind Säugetiere und atmen genauso wie wir atmosphärische Luft. Die Vorfahren der Wale waren übrigens Landgänger, Huftiere, die ungefähr vor 60 Millionen Jahren, also kurz nach dem Aussterbeereignis der Dinosaurier, ihren Lebensraum zurück ins Wasser verlagerten. Ein weit verbreiteter Irrglaube ist, dass Bartenwale uns verschlucken können, sollten wir uns aus Versehen mal irgendwie in den Mund eines solchen Tieres verirren. In Wirklichkeit aber ist ihre Speiseröhre viel zu eng, als dass wir dorthin durch in den Magen gelangen könnten. Im Kino werden angelehnt an die Geschichte von Jona und dem Wal aus der Bibel häufiger mal Figuren verschluckt. Meistens schaffen diese es sich noch rechtzeitig aus dem Fängen des Wales zu befreien. Marlin und Dory haben in Findet Nemo Glück und werden noch rechtzeitig durch das Luftloch des Wales in die Freiheit gesprudelt, bevor sie verschluckt werden. Pinocchio und Geppetto werden in der Disney-Verfilmung von 1941 mitsamt ihres Schiffes verschluckt. Dieses Schiff entzünden sie innerhalb des Wales Monstro, sodass dieser husten muss und sie in die Freiheit gespuckt werden. Ein anderer wichtiger Wal der Film- und Literaturgeschichte ist Moby Dick aus dem Roman von Herman Melville, der als aggressives Monster charakterisiert wird, welches Schiffe zerstört und Menschen frisst. Pottwale, so wie Moby Dick einer ist, sind die größten heute lebenden Raubtiere auf unserem Planeten. Tatsächlich beruht die Geschichte des weißen Wals Moby Dick auf zwei realen Pottwalen. Einem, der 1820 das amerikanische Segelschiff Essex rammte und versenkte, und einem weiteren Tier mit weißer Haut, also einem sogenannten Albino-Pottwal. Diese Ereignisse wurden 2015 von Ron Howard unter dem Titel In the Heart of the Sea verfilmt. Hin und wieder gibt es echte Zusammenstöße zwischen Pottwalen und kleinen Booten. Diese Ereignisse werden von der Wissenschaft unterschiedlich bewertet. Einige Forschende gehen von Unfällen aus, andere sprechen von Angriffen. Aber auf der Speisekarte stehen wir nicht, denn Pottwale ernähren sich von Rochen, Krebstieren, Haien oder Riesenkalmaren. Letztere sind selbst mythenumwobene Tiere, die nur sehr wenig erforscht sind. Ein Riesenkalmar taucht in der 1954 erschienenen Disney-Verfilmung von 20.000 Meilen unter dem Meer auf. Für den Film wurde eine große Puppe eines Kalmars hergestellt, dessen Arme an dünnen Seilen hingen, welche von 8 Menschen gesteuert wurden. Andere Tintenfische im Film sind jedoch noch größer als dieser. Im Monsterfilm It Came From Beneath the Sea von 1955 wird durch Atombombentests ein großer Kalmar vom Meeresboden aufgescheucht, der daraufhin U-Boote, Schiffe und San Francisco vom Meer aus angreift. Aber auch das mythologische Monster Kraken ist an den Riesenkalmar angelehnt. In Fluch der Karibik 2, Dead Man's Chest, attackiert der Kraken ein Schiff und greift mit seinen Fangarmen nach der Besatzung. Man erkennt relativ schnell, dass die Szenen aus Fluch der Karibik und auch die Aufnahmen aus 20.000 Meilen unter dem Meer deutlich mit dem Größenwachstum dieser Tiere übertrieben haben. Wir wissen vergleichsweise wenig über diese Meeresbewohner. Riesenkalmare wurden 2004 das erste Mal von einem japanischen Forscherteam fotografiert. Davor fand man sie überwiegend tot an den Stränden oder in den Mägen von Pottwalen. Kalmare ernähren sich von Fischen, anderen Kopffüßern und Krebstieren. Dass diese Tiere aktiv Menschen angreifen oder sogar Schiffe, ist wohl eher Seemannsgarn. Im Kino ist natürlich das Gegenteil der Fall. Kalmare und andere Seemonster werden in der Tiefsee entdeckt, wie zum Beispiel der prähistorische Megalodon in The Meg oder auch der zunächst unter Wasser lebende Godzilla, der durch Atombombentests im Pazifik aufgeschreckt wird und daraufhin Tokio zerstört. Die Gefahr aus der Tiefsee ist aber nicht immer nur gigantisch groß, sondern auch mal mikroskopisch klein. In Leviathan wird ein Mikroorganismus entdeckt, der daraufhin die Crewmitglieder befällt, diese mutieren und die anderen Crewmitglieder angreifen. Aliens nutzen die Abgeschiedenheit des Meeresbodens als Verstecke für ihre UFOs.
In The Abyss nehmen die magisch leuchtenden und friedlichen Unterwasserkreaturen zum ersten Mal Kontakt mit dem Menschen auf. Aber auch Dokumentarfilme, wie der von James Cameron produzierte Aliens of the Deep, beschreiben die bizarr aussehenden, diesmal realen Tiefseelebewesen als nicht von dieser Welt. Häufig auch wegen ihrer eigenen Leuchtkraft. Aber warum leuchten Tiefseeorganismen überhaupt? Schaut man mit dem bloßen Auge hinab in die Tiefsee, wird man höchstwahrscheinlich nur sehr wenig erkennen. Erst seit kurzem ist es uns möglich, mit hochsensitiven Kameras das Leuchten der Meerestiere unten zu erfassen, dessen Ausmaß und seine Komplexität zu verstehen. Die Erzeugung dieses Lichts kann auf ein Grundprinzip reduziert werden. Das Enzym Luciferase katalysiert eine Reaktion zwischen Luciferin, einer Art Brennstoff, und Sauerstoff. Dabei entsteht Licht, welches entweder in spezifischen Zellen oder von im Gewebe eingelagerten Bakterien produziert werden kann. Besagte Lichtphänomene sind jedoch nicht nur in der Tiefsee zu finden. Neben den leuchtenden Tiefseebewohnern gibt es auch ähnliche Phänomene an der Wasseroberfläche, die von Filmfiguren beobachtet werden. Dieses magische Leuchten des Meeres bereichert besonders romantische Szenen. So sehen wir Leonardo DiCaprio und Virginie Le Doyen in The Beach dem leuchtenden Plankton beobachten, bevor sie sich leidenschaftlich küssen und ein Bad im Mondlicht nehmen. Ebenso fasziniert, diesmal von den leuchtenden Quallen, ist der schiffbrüchige Pi Patel in Life of Pi von Ang Lee, bevor dieser von einem Wal überrascht wird, der neben ihnen aus dem Wasser springt. Ja, das Meeresleuchten aus The Beach ist übrigens nicht nur ein Stilmittel beruhigender Filmszenen. Das gibt's in Wirklichkeit und wird von mikroskopisch kleinen Algen, den sogenannten Dinoflagellaten, produziert. Diese können heißen Nocticula scintillans oder einfach das Meeresleuchten. Das Leuchten selbst ist eine Reaktion auf mechanischen Stress, der durch die Bewegung des Wassers ausgelöst wird. Beobachten kann man diese Phänomene unter anderem in Japan, an der Westküste von Amerika oder sogar bei uns an der Nordsee. Korallenriffe sind hochkomplexe Systeme und beherbergen eine schier unzählige Anzahl unterschiedlicher Tier- und Pflanzenarten. Die Pfeiler, auf denen ein solches Ökosystem fußt, sind die Korallen selbst. Kleine Tiere, die an ihrer Unterseite, der sogenannten Fußscheibe, Mineralien abgeben und dadurch komplexe Skelette erbauen können. Diese verästelten Strukturen wiederum bieten eine Lebensgrundlage für andere Organismen und schützen sie vor Räubern. Im Dokumentarfilm Chasing Coral wird das Korallenriff als Stadt beschrieben und die Fische als Bewohner. In einem Zitat wird das Great Barrier Reef als das Manhattan des Ozeans beschrieben. Eine große, diverse, komplexe Stadt, in der mehrere Spezies miteinander leben. Fische leben in Nachbarschaften und wenn der Tag beginnt, gibt es sogar Verkehr, in dem die Fische aktiv werden. Die gleiche Situation haben wir in Findet Nemo. Anstatt mit Fischen in einem Riff könnte der Film genauso in einer Stadt im Vorort spielen. In der ersten Szene sprechen Nemos Eltern Marlin und Coral über ihre Anemone und ihre Nachbarschaft im Riff wie ein junges Pärchen, das sich gerade ein Haus im Vorort gekauft hat. Nemo und Marlin und viele andere Fische im Film sind anthropomorph, sie haben menschliche Augen und Münder. Ja, wie auch in einer Stadt verändert sich in einem Korallenriff das Leben mit dem Tag- und Nachtzyklus. Große Räuber wie beispielsweise die Haie ruhen am Tag oder ziehen entlang der Riffkante. Bunte Rifffische hingegen sind auf Nahrungssuche. In der Nacht dreht sich der Spieß allerdings herum. Hier kommen die scharfen Sinne der Jäger zum Einsatz, die diese Zeit für ihre Jagd beanspruchen. Auch bei Korallen lässt sich eine dahingehende Veränderung beobachten. Bei Tag reicht den Tieren die Sonne, denn tropische Korallen leben meist in Symbiose mit einzelligen Algen, den sogenannten Zooxanthellen. Die Zooxanthellen betreiben im Sonnenlicht Photosynthese und versorgen die Koralle mit Nahrung und Energie. In der Nacht funktioniert dies nicht, denn hier fehlt das Sonnenlicht. Hier stülpen die Korallentiere ihre Tentakel nach außen und versuchen feine Nahrungspartikel aus der Wassersäule zu fangen. Nährstoffe also, die auch den Zooxanthellen zugutekommen können. In einer Symbiose leben auch die Anemonenfische, so wie Nemo einer ist, mit ihrer Partneranemone. Diese schützt die kleinen Barsche mit ihren giftigen Tentakeln vor Fressfeinden. Im Gegenzug dafür beschützen die aggressiven Anemonenfische ihre Partneranemone vor ihren Fressfeinden. Eine der über 500 bekannten Haiarten sehen wir hiehr. Den relativ kleinen Weißspitzenriffhai. Größere Vertreter dieser Tiergruppe, wie zum Beispiel die weißen Haie oder die Tigerhaie, werden häufig mit großer Angst betrachtet. In Wirklichkeit ist es viel wahrscheinlicher, im Lotto zu gewinnen, als von einem Hai angegriffen zu werden. Weltweit werden durchschnittlich etwa 83 Haiangriffe jährlich verzeichnet. 6% dieser Angriffe enden tödlich. Natürlich sind Haie hochspezialisierte Jäger, doch auf ihrer Speisekarte stehen wir nicht. Große Haie jagen je nach Art unterschiedliche Beutetiere, wie Schildkröten, Robben oder große Fische. Greift ein Hai einen Menschen an, handelt es sich höchstwahrscheinlich um eine Verwechslung oder einen sogenannten Probebiss, mit dem das Tier herausfinden möchte, ob wir genießbar sind. Kleiner Spoiler, das sind wir nicht. Surfer werden am häufigsten von Haien angegriffen.
Das liegt an ihrer robbenähnlichen Gestalt und an dem Paddeln im Wasser, welches die Aufmerksamkeit der Haie erregt. Der Aufenthalt in trübem Wasser oder in Bereichen, in denen Haie gefüttert werden, kann ebenfalls dazu führen, dass die Wahrscheinlichkeit, von einem Hai angegriffen zu werden, erhöht wird. Der Hai ist natürlich das Filmtier schlechthin. Meist wird er mit dem Image des blutrünstigen Monsters versehen. Obwohl Meeresforscher Hans Hass seinem Publikum bereits schon 1947 in seinem Dokumentarfilm Menschen unter Haien versicherte, um was für friedliche Tiere es sich doch eigentlich handelte. Für die ultimative Manifestation des Killerhais war schlussendlich Steven Spielberg verantwortlich. Mit seinem Kinohit Jaws, der weiße Hai, löste er einen erneuten Boom von Tierhorrorfilmen aus. Durch sein gelungenes Spiel mit Jumpscares, Suspense und der bedrohlichen Filmmusik von John Williams erzeugte er eine bedrohliche Stimmung, die auch heute an seiner Effektivität nichts verloren hat. Inzwischen haben sich Hai-Horrorfilme zu einem eigenen Subgenre entwickelt, in dem sich teils absurde Szenarien wiederfinden. Am bekanntesten im Segment Trash-Film dürfte die Sharknado-Filmreihe sein, in dem ein Tornado Haie aus dem Pazifik einsaugt und über Los Angeles abregnen lässt. Wir hoffen, euch hat unsere Führung gefallen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns bald im Senckenberg oder im Filmmuseum persönlich kennenlernt. Bis bald!